Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Ascendant. Ich hoffe, es geht euch gut und ja, mir geht's super. Nicht. Ja doch, nee, mir geht's eigentlich sehr, sehr gut, nur ja, ne, letzter Run war schon mal wieder nicht so ganz das, was ich wollte. Und ich kann hier gerade nicht auf die Map... Ach, jetzt kann ich switchen. Das Problem ist, dass mein... irgendwas schießt auf mich. Das Problem ist, dass mein rechter Trigger... Oder ist es der Bumper? Ja, ist der Bumper. Vom Gamepad dezent kaputt ist. Ach, was? Das Ding. Komm, verschwinden. So. Ja, wollen wir mal gucken. Letzte Part war ja einmal mehr Endstation hier, diese zweite Boss. Und es wird wahrscheinlich auch in diesem nicht viel anders sein. Oder vielleicht auch schon der erste, wenn wir wieder Crunties Son kriegen als Überraschung. So. Weiter. Text. Also ich kann ja schon verstehen, wenn manche Menschen sagen, oder wenn sie nicht verstehen, wie man sowas spaßig finden kann, hier, wenn man stirbt, dass man halt wirklich wieder von null weg beginnen muss. Ich finde sowas super, ich mag sowas einfach. Ich weiß nicht warum. Oh, hi. Ich dachte, da wäre keiner mehr. Du hast das jetzt echt überlebt? Kann doch nicht wahr sein, ey. Okay. Ach, Spell Damage. Ich müsste echt mal ein bisschen mehr den Zauber einsetzen. Ich vergesse halt ständig. So. Raus. Bienchen. Au. Ja, das war anders gedacht. Scheiße. Aber Moment, hier haben wir ein Herz. Irgendwie, irgendwo. Ich weiß noch nicht, wo. Wo ist hier ein Herz? Wo ist hier ein Herz? Hört's? Ach, ein halbes. Pff. Naja, besser als nichts, ne? Es geht ja ums nackte Überleben hier. Quasi. Oh, nee, 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 Moment. Zum Boss will ich jetzt aber noch nicht, weil irgendwo muss der Schatzraum auch noch sein. Ich Dieb. So. Okay. Ja. Nein, 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 nein. Auch wenn die Fliegen aussehen, als könnten sie kein Härchen krümmen. Die können schon nervig sein. Wenn sie mal so in Fahrt kommen. Ich wollte gerade sagen, das kann doch nicht wahr sein. Was eine... Ziehe Biene. Okay, Stagger Damage. Why not? Ach, nach unten. Okay. Wo ist der Ausgang? Hier. Gut. Bitte lass sie offen sein, jawohl, wenigstens etwas. Eine Waffe, wir haben mal wieder... Oh ja, ja, danke schön. Garda oder Gäder auf Magnetism. Magnetism. Oh, viel mehr Schaden, macht zwar weniger Stagger Damage. Puh. Und ist auch ein bisschen langsam, aber nur minimal. Blink Range, was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Was ist Weapon Blink Range, keine Ahnung. Blink Attack Range. Blink ist doch so Teleport. Ist das vielleicht nach dem Dashen oder so? Ich habe keine Ahnung. Gebe ich ehrlich und offen zu, aber ich nehme sie mal. Unseren neuen Regenschirm. Soll wahrscheinlich hier eine Keule darstellen. Schätze ich mal. So. Okay, dann wollen wir mal zum ersten Boss. Genug herumgesucht. Habe ich einen Schlüssel? Nee, habe ich nicht. Schade, sonst hätte ich vielleicht ein Herz kaufen können. Im Shop. Wobei das, glaube ich, auch zufällig ist, ob das ein Shop ist mit normaler... Na? Währung oder eben mit eigener Gesundheit, mit der man bezahlen muss. Dafür kriegt man dann natürlich auch gleich mal eine tolle Waffe oder so. Aber ganz ehrlich, ich kann es mir meistens nicht leisten, hier ein Herz freiwillig herzugeben. So, den haben wir jetzt. Ah, wieder Grunty. Okay. Ich finde den einfach super. Ah, das hat natürlich nichts gebracht. Wir müssen erstmal... Ja, das war natürlich auch ein scheiß Winkel. Ja, das war schon besser. Kann man... Ja, das war auch ganz okay. Nein, das war scheiße. Ah, oh, das war, ja, das war richtig scheiße. So, das sollte aber jetzt... Hä? Ach so. Okay. Also, Grunty ist wirklich, eigentlich nicht der Rede wert, muss man echt sagen. Ja, das war's schon. Also, wie gesagt. Oh, Blessing of Kamoho. Den kenne ich schon. Das ist ein lustiges Kerlchen. Hallo? Dankeschön.
Und zwar... Grants Locations of Special Room, wenn ich ihn hier irgendwo reinpacken würde. Das will ich aber nicht, denn hier... Attacks can instantly slay weakened foes. Ja. Das heißt, geschwächte Gegner können, ihr werdet es vielleicht sehen. So. Rein in Late Spring. Immerhin schon länger als der bislang kürzeste Part mit 4 Minuten irgendwas. Geht doch nicht zu meinem starken Kaffee. So. Wie gesagt, was wir jetzt in unser Schwert, wollte ich sagen, in unseren Regenschirm gepackt haben, das werden wir bald sehen, hoffe ich. Finde ich irgendwie sehr, sehr... Ja, irgendwie doch witzig gemacht. Ah, Selbstmörder. Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst da unten alleine. Oh. Bislang hat das nicht gegriffen, also das, was wir hier in die Waffe eingesetzt haben. Spell Damage, schon wieder. Super. Ich gehe erstmal nach links. Nein, ich will. Ja, doch, will ich hoch. Klar, will ich hoch. Ah, schade. Oh, ein Herz. Ja, genau das war's jetzt. Habt ihr es gesehen? Also, geschwächte Gegner können von diesem. Hey? Hey, 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 hey. Halt instant gefressen werden. So. Ist halt dann auch zufällig, ne, wann das der Fall ist. Okay. Wir bleiben links. Links, da beginnt's. Aua, ich. Also dieses Blocken in dem Spiel muss ich echt sagen. Ja. Oh, danke schon. Ich finde das Ding einfach cool. Ach, das war's schon. Okay. Oh, ein Schlüssel. Wie viel? Oh, wo war der Shop? Da drüben. Ja, da muss ich eh nochmal hin. Aber erstmal in die Schatzkammer. Hoffentlich. Ja, gut. Oh, ich wollte gerade sagen, wenn die jetzt verschlossen gewesen wäre, ich hätte mich, glaube ich, trotzdem eher für die Kiste hier entschieden. Komm an. Oh, Harpies Garda. Weniger Schaden, mehr Stagger-Schaden. Blink-Ray, Bonus Erdash. Ja, so Double Dash, ne? Also hier so dieses Dingens. Wäre schon... Es wird schon toll sein. 5 weniger Schaden. Ach komm. Wobei die Farbe ist halt scheiße. Egal. So. Okay. Ja. Hat ja vielleicht auch den einen oder anderen Borussia Dortmund-Fan. Und ich, also ich beziehe da jetzt keine Stellung. Wobei, ja, Dortmund mochte ich eigentlich schon eigentlich immer ganz gern. Außer so in den 90ern, also späten 90ern. Da gab es mal so eine Generation, die konnte ich nicht wirklich leiden. So. Ja, Shop wollte ich doch gehen, ne? Habe ich schon wieder übersehen. Ja, das ist dieses verdammte Labern während dem Spielen. Das war da oben, ne? Ja. So. Oh, ja gut, kann ich beim Rausgehen auch wieder. Ah ja, sehr schön. Was hat's hier? Breath of Lissa. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Ein Herz. Spirit of the Blacksmith. Das klingt, als könnte unsere Waffe irgendwie verbessert werden. Aber wir haben nicht die 50 Influence. Aber eigentlich kam ich eh wegen dem Herz hier. So. Okay. Habe ich eigentlich diesen zweiten Boss jetzt schon mal... Nee, ne? Immer noch nicht. Wahnsinn. Ich bin so schlecht. Und trotzdem macht es mir so viel Spaß. Das ist unglaublich. Warte mal, habe ich jetzt eigentlich... Ja genau, jetzt habe ich 2 Dash-Dinger. Sicher toll, um Gegnern besser natürlich auszuweichen. Ja. Oder auch nicht. Puh, okay. Na, oh. Ah, okay. Gut. Ach, war nur Influence. Naja. So, gehe ich in den Challenge, oder gehe ich in den Eventraum, oder gehe ich nicht rein? Es kann nämlich auch sein, dass man da drinnen stirbt.
eigentlich erstmal in den unteren Raum noch gehen. Hier. Ja. Challenge mache ich dann nochmal. Verdammte Axt, ich dachte mir noch, ich hätte mich erst um die Schmeißfliege hier kümmern sollen. Hä, wo? Ach, der ist mir nachgesprungen, der Depp. Okay. Okay. Danke. Ja, ich dachte schon genau, stimmt, du warst ja jetzt auch schon länger nicht mehr. Nein, 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 nein. Stay here. Okay. Wieder Influence. Ja, es bringt mir jetzt nicht mehr was, weil ich... Ja gut, im Shop könnte ich schon noch was kaufen, aber dazu habe ich jetzt sogar zu wenig. Ach komm, ich gehe da rein in den Eventraum. Ich will ja auch was sehen vom Spiel. Oh, der rechte Trigger. Linke Trigger. Longer Dash ist... Ach, das ist... Ja, das ist jetzt echt so eine Challenge. Ich weiß aber nicht, was ich machen muss. Ich dashe jetzt echt ein bisschen weiter, habe ich das Gefühl. Ja, dann schätze ich mal hier hoch. Ach du Scheiße. Moment, hab ich Double Dash? Also, Loki hat jetzt meine Kraft ersetzt mit diesem längeren Dash. Aber ich weiß nicht, ob mein... Au! Ah, ei, ei, ei. Tut weh, tut weh, tut weh, tut weh. Achso, ja, das passiert mir auch ständig, dass ich den falschen Trigger verwende. What? What the hell was that? Okay, ich würde sagen, das lassen wir in Zukunft mal. Ich weiß jetzt gar nicht, hätte ich damit rausgehen können? Ja, hätte ich. Wahrscheinlich. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Ja. Ah, shit. Tja. Soll ja auch mal nicht dein Boss sein, der mich um die Ecke bringt, sondern ich mich selbst. Ne? Man kennt es ja aus diversen Jump'n'Runs, die ich schon mal gespielt habe. Ja, okay. War ein Satz mit X, war wohl nix mal wieder. Würde ich sagen, das war's für heute. Natürlich war's das für heute. Wie gesagt, gibt ja immer nur einen Run. Bis zum nächsten Mal, so deine Wolt. Ich wünsche euch immer einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit. Macht's gut und ciao, ciao.